Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command Erster Weltkrieg. Mehr Spieler gegen Joy Force. Und mal sehen. Zman rückt danach und die schießen nach Port Said. Kavallerie scheint aber erstmal zu überleben, das ist schon gut. Da kommen Einheiten nach und ja, ich fürchte, die Griechen müssen sich ein bisschen zurückziehen. Französische Abteilung da überlebt zumindest, dann gucken wir mal. Wir haben hier schöne Lücken reißen können, aber wenn der jetzt so mit allem auf Metz drauf schießt, fürchte ich, das könnte fallen. Ja. So, wir haben bei Luxemburg also zwei Kanonen und zwei bei Lüttich. Also eine jetzt in Lüttich, die andere darunter, eine in Luxemburg, die andere daneben. Ah, der hat wohl schon Österreicher, um hier die Westfront, sogar so einige Österreicher, um die Westfront zu stabilisieren. Interessant. Jetzt wird immerhin die italienische Position ein wenig entspannen. Und jetzt ist hier draußen Hochseeflotte und U-Boote. Könnt ihr mal unser U-Boot in Ruhe lassen? Wie viele Zerstörer hat er denn? So viele. Mal, wir haben gute Flugverhältnisse. Nicht alles regnet für unseren Marinebomber und unser Zeppelin. Ein bisschen mitmachen können. Und vor allem halt auch den Gegner aufklären. Scheint er ja auch mit seinen Schlachtschiffen zu sein und versenkt gerade unseren Kleinkram. Ja, da sein, also auf See einiges los zu sein. Na gut, allerlei verloren. Ansonsten österreichisches Schiff, deutsche Seeminen, ja, auch wo die sind, die griechische Verstärkung und ein bisschen was für die Franzosen. Also schauen wir erstmal hier. Gut, dass der überlebt hat. Aber wir können den. Na gut, wenn wir den jetzt nach hinten bringen, dann kann halt keiner nach Port Said mehr rein. Das heißt, du wirst verstärkt und wir müssen hoffen, dass der es noch überlebt. Wir wollen auch nicht mehr tun, als sie zu verstärken. Und da hatte die Artillerie für die. War hier auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber das Wetter ist hier gerade ein bisschen wettrig. So, dann müssten wir hier zurück. Du kannst da hin und du kannst da hin. Kann dann aber gar nicht mehr verschanzen, aber ich hoffe mal, dass das schon ausreichen wird. So, dann würde ich sagen, du gehst hier auf und verschanzt dich. Mauert das alles so lange, wie es geht. Und wir kriegen ja auch neue Einheiten. Wovon aber auch wenigstens eine, sage ich mal, nach Ägypten soll. Aber das können wir uns dann eh erst im nächsten Zug groß anschauen. Versucht einfach, das zu halten. Schiffe sperren hier das alles noch ein bisschen. So, Italien. Wir haben, glaube ich, tatsächlich nur eine Einheit verloren und wir können die mal eben durchtauschen. Die französische Abteilung war ja nicht verschanzt und hat deswegen unter anderem so viel abbekommen. Verschanzt du dich hier mal bitte. Gut, wir haben jetzt niemanden da, aber das ist eh Hochgebirge.
Da werden die kaum nur langkommen. Ansonsten der üblichen Probleme. Wir haben kaum Angriffschancen. Wobei hier auf das Chor mal. Wir müssen erstmal sehen, dass sie uns hier verteidigen. Eine mit einer Abteilung, 2-2 auf dem Chor. Das hat auch eigentlich was. Ach, wenn es jetzt ein bisschen teurer geworden ist. Aber dass wir auch mal ein bisschen austeilen können. Schönes Gefühl mittendrin. So, dann. Wir hätten ja keine neuen italienischen Einheiten. Dingens, die, genau, die neuen Infanteriewaffen hatten sie. Natürlich auch gerne Artillerie weiter höher ziehen. Aber wir müssen hier erstmal weiter mauern. So, noch eine, komm, kaufen wir noch eine Abteilung. Okay, für Saku reicht es dann nicht mehr ganz, aber immerhin. So, dann neue französische Einheiten. Abteilung oder geh mal da an und lauf da dann irgendwo mit drauf. Ich bin auch im Überlegen, dir noch das Chor zu geben. Na gut, ihr kriegt zumindest ein Französisch, ein Chor. Die Hoffnung, dass das dann alles endlich mal halbwegs hält. Oh, und wir haben Glück, es regnet nicht. Ich hatte jetzt schon Befürchtungen und wir haben hier direkt Schlachtschiff vor der Nase. So, dann möchte ich mit den Zeppelin mal aufklären. Ja, wo sitzen die? Hier wurde ja auch irgendwie auch angegriffen, sonst wäre mal da ein bisschen auf. Jetzt haben wir ein Linienschiff und einen Schlachtkreuzer. Also auf jeden Fall Großschiffe, das ist schon mal gut. Unsere eigenen wichtigen großen Schiffe stehen da ja auch schon alle bereit. So, dann das U-Boot, ist nur noch eins übrig. Sieht wohl so aus, du musst jetzt ganz dringend auf Schleichfahrt mal ein bisschen schauen. Ah, hier mal ein bisschen drumrum. Ich bin froh über diese Aufklärung, das muss ich sagen. Wir wissen also eindeutig, dass, also wir haben sowieso schon eben gesehen, dass massenhaft deutsche Schiffe da sind, aber wir haben jetzt auch einen schönen Rundumblick. So, wir können eigentlich die Flugzeugmutterschiffe hier auch den Schiffen Schaden machen, weil dann könnt ihr mit ihren Flugzeugen nebenbei auch noch ein paar Felder aufklären. Nicht billig, aber sie haben ja wie gesagt noch ein bisschen Aufklärungseffekt. Ihnen noch Bewegung einfällt, gut, dann könnt ihr nämlich dahin. Macht zwar keinen Schaden, aber okay, das sind ziemlich viele feindliche Schiffe. Wir sollten jetzt sehen, dass wir primär Nachtschiffe erwischen. Wir wissen jetzt nicht, ob da vielleicht noch einer steht. Weißt du, erstmal hier hin. Du wirst versenkt. Weia, weia. Ich habe es einen Moment, eine Sekunde zu spät gesehen, dass der dabei drauf geht. Das mal von hinten. Da wirst du jetzt auf, futsch. Du kannst hier mal in den Hafen rein. Hinter haben wir ein Linienschiff, da hast du das nächste Schlachtschiff. Aber wir müssten eigentlich auch alles, was Linienschiff ist, denke ich, schon wertvoll genug ausnehmen. So, jetzt wäre es praktisch, wenn der hier in den Hafen könnte und der Zerstörer da Platz macht. Du kannst ja mal hier noch ein bisschen scouten. Ja, für das Schiff hier unten, dass der Weg auch ja frei ist. Und sogar zurück in den Hafen, das ist dann auch gut. So, dann. Also die Flugzeugmutterschiffe, die sind auch halbwegs wichtig, die sollen auch erstmal irgendwo nach hinten. Dann haben wir hier noch zwei Schiffe. Und der Zerstörer hier mal eben sicher gehen. Keine Lust, dass die irgendwo ein U-Boot reinrasen. Und jetzt wäre immer noch halbwegs in Schlagdistanz. Hier oben. Aber gerade vor allem Zerstörer und kleinere Schiffe. Naja, ich meine, gehen wir die halt auch an.
versuchen uns dann wieder, soweit es geht, abzusetzen. Dann haben wir hier noch einen Schlachtkreuzer. Semin haben wir keine. Ich hätte leise gehofft. War nicht der Fall. Ich würde sagen, ihr rückt auch weiter auf. Jetzt deutsche Schiffe entlang kommen. Wir brauchen euch irgendwie alle in der Schlacht jetzt da oben. Da schon mal da mit rein und du ist jetzt nur ein leichter Kreuzer. Aber was sollst du? Bist auch da. Der kann im Zweifel gut mit aufklären. So, dann sollten wir auch die hier drüben ein bisschen angehen, so ein Schlachtkreuzer zum Beispiel. Wäre auch durchaus wertvoll. Okay, bewegt sich ein Feld, was soll's? Das Schlachtschiff nicht mehr ran. Ah, sonst hier. Also der ist auch noch da. Erledigt ihn nicht. Doch. So, Italien, dann ein bisschen NM zurück. Schauen wir mal, wie es aussieht mit. Aber dem Schlachtschiff ist das Problem, dass da noch an irgendeiner stehen könnte. Ist auch kein billiges Schiff, dass das mal eben prüfen könnte. Oder wir gehen halt zuerst mit dem Marinebomber drauf und dann. Oh, das klingt eigentlich auch gut. Hm, Schaden macht er keinen. Oh, die werden im nächsten Zug natürlich gut versuchen zurückzuschlagen, die feindlichen Schiffe. Und wir kriegen nicht mehr so viel in Häfen rein. Also gut, alles was hier fahren kann, meinetwegen außer ihr beiden, aber ansonsten oder alles was schwimmen kann, da oben hin und auch diese Linie sollte sich jetzt eher zum Kampf bereit machen. Bisschen umschauen, ob hier entlang. Noch mehr los ist. Otsch. Noch ein Schlachtschiff. Könnte das italienische Schiff schon versenken? Aber nein, das überlebt und verschwindet jetzt in den Weiten des Meeres. Das sind alles ziemlich kaputte Schiffe hier leider. Linienschiff kommt so gerade nicht dran. Wenn auch die, die wirklich was ausrichten könnten. Ich meine, man kann schauen mit dem Panzerkreuzer. Nö. Vielleicht doch noch weg und versteckst. Der leichte Kreuzer wird zwar dann fast garantiert versenkt, aber wenn dafür das Schlachtschiff überlebt, das wäre schon was. Gehen wir hier jetzt mal auch ein bisschen näher ran. Mit den Schiffen, die halbwegs kämpfen können, wir können die Blockade ja demnächst wieder besetzen. Dann kommt ihr von der Seite. Hier haben wir ein bisschen. Da kommt noch was nach. Dann schauen wir mal, wie die Seeschlachten ausgehen. Hoffentlich nicht zu verlustreich. Hoffentlich. Gut, Italien hatten wir schon, dann kommen wir nach Frankreich. Wo jetzt schon die Österreicher dabei sind, der deutschen Linie auszuhelfen. Ist irgendwie interessant, sagen wir so. Da wir uns hier zum Teil auch ein bisschen selber heilen. Aber wenn wir zumindest da, wo gesunde Einheiten sind, vielleicht sogar einfach schon mal versuchen. Ein, zwei Felder auf der anderen Seite zu sichern. Die werden geheilt. Du hast 5 Geschosse. Einheiten dran. Jetzt haben wir natürlich verloren. Und aber vielleicht nicht so dringend zurückerobern. Ja, nehmen wir erstmal das Feld.
stehen wir gerade besser, weil wir halt so viele Einheiten dran haben. Das sieht doch gut aus. Können wir den in Straßburg sogar heilen? Sehr schön. Birke, halbwegs gesünder aus. Du hast 7 von 8 geschossen. Der sollte auf jeden Fall irgendwas drauf schießen. Einheiten sind hier nur leider nicht die gesündesten. Also sonst, ihr könnt euch zusammentun und das Feld da attackieren. Das war knapp. Moment, wir machen Schaden auf den. Was ist denn eben los? Einfach so auf offenem Felde. Ich meine, dann schießen wir den natürlich raus. Du hast noch 3, du hast auch 3. Okay, einer muss eh auf 2 Geschosse runter. Ja, ich meine, also jetzt wohl. Jetzt möchte man natürlich schon ein bisschen hier der feindlichen Artillerie anzufügen. Du kannst ja sogar noch zurücklaufen. Sogar der kann zurücklaufen. Jetzt wird man gierig und will den vernichten. Selbst wenn das wahrscheinlich eine Infanterieeinheit vernichtet. Aber wir könnten den Vierer hier hinstellen, dann durchtauschen und hoffen, dass der Vierer den kriegt. Sehr schön, eine feindliche Art weniger. Entspannt doch erstmal. Muss dann da und verschanzt dich erstmal. Vielleicht hier einfach die Festung nur so sicherheitshalber besetzen. Und das sieht doch gut aus. Also ohne die Österreicher würde das hier so langsam alles ganz schön zusammenfallen in sich. Nur kurz schauen, ob nicht vielleicht doch irgendwo neue Infanteriewaffen sind. Wenn man mehrere Sachen aufnimmt, manchmal vertut man sich kurz zwischen den Runden, was jetzt wo los war. Können wir sonst noch heilen? Dich können wir heilen. Brauchen wir vielleicht. Wir haben halt auf dieses Feld keine Artillerie, nur ein Panzer. Ja, ich würde sagen, wir heilen hier mal die Linie entlang. Möchten hier mal, ich meine, auch wenn der Panzer jetzt schon gut draufhauen kann, wird den Gegner jetzt noch nicht entscheidend schwächen, dass die Infanterie auch mithauen kann. Wir bräuchten doch mal ein bisschen Artillerieunterstützung auf den. Mit eurem ersten Elite-Stern jeweils. So, der hätten wir so gerade eben überlebt. Kriegt hier alle Verstärkungen. Ach, wie die Punkte da wieder weggehen. Würde ich sagen, tauschen wir ein bisschen bei der Artillerie durch. Und dahin. Ja gut, die Runde wird hier sehr viele Einheiten repariert. Wir sagen, das Geschütz kommt dann da unten hin. Und dann können wir ja versuchen, da anzugreifen. Nächste Runde mit dem Panzer und dann schon wieder etwas gesünderen Einheiten. Die haben dann bald wieder ihre volle Elite-Stärke. Oh, 96 Punkte. Wir sind am Forschungslimit. Hier haben wir ein paar Punkte frei. Wir könnten noch einen auf Erdkampfwaffen machen oder insgesamt auf Flugzeuge. Die ein bisschen besser werden, weil den Rest. Vielleicht, na, Mobilität kann noch interessant werden. Aber ich glaube, wir kommen hier gerade schon so genug zurecht. Sonst gehen wir mehr auf Flugzeuge. Wir haben ja auch bald den zweiten im Luftkrieg, da wo wir dann auch neue Flugzeuge kriegen. Die auch profitieren, wenn man das dann alles schon geforscht hat. USA. Ach warte, ja, sie haben genügend für ihre Industrie. Dann macht das mal. Dann können wir noch kaufen. Britisches Torpedoboot ist gerade stumpf gesunken. Versuchen wir es mit dem nächsten. Nee, vielleicht ist doch erstmal eine griechische Abteilung wichtiger.
eine Diplomatie aus. Frankreich hat noch Marken. Also ich hätte schon irgendwie Lust, jetzt einfach noch zu versuchen, Norwegen zu kriegen. Wir hatten da jetzt schon so viel Glück. Wir werden nicht sonderlich viel dazu beitragen können, aber hey, man kann hier zum Beispiel die Küstenlinie ein bisschen sehen, wenn da deutsche Schiffe sind. Wirtschaftlich immerhin ein bisschen und zwei, drei Einheiten werden die auch dabei haben. Vielleicht auch noch ein, zwei Schiffe, die gerade auch hilfreich wären. Ich sagen, haut Frankreich hier mal noch. Was ist die Niederlande? Ja, haut mal hier noch mit auf Norwegen. Vielleicht könnt ihr anderen ja noch mitmachen, wenn sie irgendwann mal Geld über haben. Habt ihr natürlich hierfür Abwehr kaufen, ich weiß nicht. BW1 lohnt das nicht so. Auch ein Luftschiff. Nein, die können schon praktisch sein. Ich glaube, die gegnerischen Jäger sind durch. Wir können ja mal kurz mal aufklären. Ja, alles hier von Österreichern gehalten. Wird das wahrscheinlich hoffentlich etwas ruhiger da. Und das Luftschiff kann zur Not auch bei den Schiffen beim Aufklären helfen. Dann nehmen wir davon noch eins. Gut, Punkte sind soweit weg und ich hoffe, dass die Briten hier mit ihrer Spezialtruppe dann ab dem nächsten Zug auch wieder angreifen können. Artillerie steht ja hier drüben, also sollte erstmal nicht auf den Panzer schießen können, solange der nicht vorrückt. Mit den Schiffen müssen wir mal schauen. Die Statistik, wir haben auf unserer Seite... Okay, wir sind schlachtschifftechnisch ausgeglichen. Wir waren ansonsten von den großen Schiffen auch noch recht ausgeglichen, aber wir haben schon deutlich mehr Kleinkram verloren. Na gut, Kleinkram kann man noch eher nachkaufen. Sagen, Hauptsache, dass uns erstmal nicht die Schlachtschiffe und so ausgehen, dass wir davon gezielt die Feindlichen vernichten. Und mal sehen, wie wir uns hier gegen die Österreicher schlagen. Ich hoffe ja insgesamt besser als hier in Italien. Und der kann sich noch... Da ist zwar eine Lücke, aber die... Wenn sie darauf gehen, sind vielleicht unsere Hauptquartiere leicht Bedrängnis. Aber nur leicht. Ich denke, das wird für den Moment schon gehen. Hier können wir jetzt, glaube ich, enden. Die deutsche Moral hat schon ganz schön einen Knick drin. U-Boot-Jagd 2, immerhin. Produktionstechnologie 3, auch schön. Gleich mit Produktion. Daniel könnte sich den nächsten Panzer bauen, der kann auch nicht so viel. Wir müssen halt mal sehen, dass wir bei denen wieder ein bisschen mehr in die Forschung reinpacken können. Und es regnet, immerhin, dann kann die feindliche Luftwaffe nicht viel machen. Ja, dann die USA zahlen kaum noch was an die Briten gerade. Habe ich das so eingestellt? Muss man nochmal schauen demnächst. Ja, dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.